Hallo meine lieben Kohlensäurefreunde, ich bin's wieder, Rilke Hasi, und endlich habe ich mal die Zeit gefunden, ein Video zu drehen. Und zwar habe ich nämlich ganz viele Fragen bekommen zum dem Thema Klimperwimpern. Welche Marke benutze ich? Wie mache ich es mir ran? Wie lange halten sie? Wie oft kann ich sie benutzen? Diese Fragen werde ich euch jetzt alle beantworten, weil ich sehr oft Wimpern trage. Ich bin natürlich kein Profi. All das, was ich jetzt weiß, weiß ich auch nur von anderen YouTubern, von anderen Beauties, die sowas auch benutzen. Und ich werde es euch einfach jetzt erklären. Erstmal zu der Frage, welche Marke ich nutze. Ich benutze momentan zwei Marken, aber meine allerliebste Lieblingsmarke ist die Marke Desinas. Ich habe ja auch gerade momentan die Tape Extensions drin von der Marke Desinas. Und die ist unglaublich gut. Also die halten, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich die jetzt schon drin? 3 bis 4 Wochen. Sie sind immer noch super. Sie halten, die Qualität ist toll und so weiter. Und ich habe nämlich gesehen, die haben nämlich auch Wimpern-Extensions. Und ich musste mir die unbedingt ausprobieren. Habe mir natürlich ein paar gekauft davon, ne? Ich bin wirklich richtig zufrieden mit denen. Welche Marke ich davor benutzt habe, schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Finde aber, wie gesagt, diese hier irgendwie viel besser. Und erkläre ein bisschen dazu, was wichtig ist. Meine Lieben, den besten Kleber, den ich bis jetzt benutzt habe, ist der von Duo. Den gibt es in durchsichtig, transparent oder halt eben auch in schwarz. Ich benutze meistens auch immer den schwarzen Duo-Kleber, weil ich halt eben auch immer einen schwarzen Lidstrich drauf habe. Im ersten Schritt wird natürlich Kleber auf dem Wimpernrand draufgetragen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, so dass es gut hält. Jetzt kommt das Allerwichtigste, wie ich finde. Ihr müsst nämlich mindestens 30 Sekunden warten und vielleicht eventuell ab und zu ein bisschen pusten. Nach den 30 Sekunden Wartezeit fangt ihr in der Mitte eures Wimpernkranzes an. Klebt dort zuerst drauf und erst dann an den Seiten. Wie ihr seht, es geht unglaublich schnell. Es ist gar nicht so kompliziert. Wichtig ist wirklich, dass man nicht zu viel Wimpernkleber drauf macht, aber auch nicht zu wenig Wimpernkleber. Und diese 30 Sekunden Wartezeit sind das Wichtigste überhaupt. Und mit ein bisschen Übung schafft ihr das mit Sicherheit auch irgendwann später ganz fix und schnell. Jetzt die Frage, wie oft man die Wimpern benutzen kann. Also ich benutze sie, wenn man sie jetzt wirklich täglich drauf macht, so 2 bis 3 Wochen. Also ich mache es mir ab und ziehe dann diesen ganzen Klimpern-Wimpern-Kleber-Rest ab und legt mir die hin und mache mir am nächsten Tag einfach wieder neu drauf. Ihr müsst halt einfach schauen, wie lange ihr eure Wimpern benutzen könnt. Also diese hier von Desinas konnte ich wirklich schon 3 Wochen am Stück benutzen. Ich glaube sogar schon 4 Wochen habe ich die benutzt. Also die sind wirklich gut. Und die letzte Frage, wie lange kann man sie drauf lassen, beziehungsweise wie lange bleiben sie am Tag dran? Ich klebe sie meistens frühs dran und sie bleiben auch bis abends perfekt dran. Es gibt auch Mädels, die lassen sie sogar über Nacht dran. Ich habe aber eine schlechte Erfahrung damit gemacht, weil ich immer so ein Seitenschläfer beziehungsweise Bauchschläfer bin, dass ich dann frühs aufwache und die Wimpern stehen dann so komisch so nach oben und das sieht dann immer sehr komisch aus und das konnte man auch nicht mehr korrigieren. Da musste ich meine Wimpern leider wegwerfen. Deswegen, ich mache sie nachts immer ab und mache sie frühs wieder ran. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem kurzen Video ein paar Fragen beantworten können. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch ganz so lieb und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das kommt bald. Eure Grasrück.